Dünsch, D-U-N-S-C-H. Ich frag mal nach. Ich habe hier einen Anruf für Dünsch. Ist der jemand, der Dünsch heißt? Dir werde ich helfen. Hör zu, du widerlicher kleiner Telefonterrorist. Wenn ich dich erwische, mache ich dich kalt. Hier wird ein Herr Schnellsch verlangt. Schnellsch, ist hier jemand, der Schnellsch heißt? Ja, das wollen wir auch gerne. Augenblick mal. Hör mal zu, du mieser Penner. Wenn ich dich zwischen die Finger kriege, dann bist du dran. Ich brech dir sämtliche Knochen. Moment bitte. Hey, ist hier einer, der rumscheißt? Keiner, der rumscheißt? Hey, jetzt hör doch mal, Rumsch, ich suche jemand, der rumscheißt. Hat er mich wieder gekriegt. Hör zu, du kleine, miese Pestbeule, wenn ich dich erwische. Kenn ich nicht. Warten Sie, ich muss fragen. Wer von euch ist homosexuell? Na kommt schon, einer von euch muss doch homosexuell sein. Was guckst du mich an? Nein, und hör zu, du mieser kleiner Punker, wenn ich dich in die Finger kriege. Werner, wo die oberen 10.000 schlimmen? Ich suche Mr. Dünsch. Ist er bei Ihnen? Kenn ich nicht. Einen Moment. Mr. Dünsch, Mr. Dünsch. Hey, ist denn hier keiner, der Dünsch heißt? Hör zu, du Kotzbrocken. Irgendwann erwische ich dich und dann graviere ich dir meinen Namen mit einem Eispickel in den Rücken. Moment mal, ich sag's eben durch. Hey, hört mal alle her. Ich bin ein dämlicher Blödmann mit einer dummen Fresse und einem dicken Arsch. Jeder andere mit meinem Gesicht würde sich eine Hose drüber ziehen. Sag ihm, der ist echt gut. Wirklich hervorragend. Gibt es hier vielleicht irgendjemanden, der Reinsch heißt? Ja, ich heiße Reinsch. Das ist für Sie. Hallo, hier spricht Hans Reinsch. Hi. Wer ist da? Bart Simpson. Und was kann ich für dich tun, Bart? Um ganz ehrlich zu sein, es ist ein Juxanruf, der nach hinten losgegangen ist und ich würde jetzt gerne Schluss machen. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Achselschweiß? Achselschweiß? Na komm schon, Jungs, ihr kennt Achselschweiß, oder nicht? Na und ob! Oh, du bist es wieder, nicht wahr? Hör mir zu, wenn ich dich in die Finger kriege, nehme ich deinen Kopf als Eimer und streiche mein Haus mit deinem Gehirn an. Augenblick, ich frag mal nach. Ist hier Amanda, der mich knutscht? Hey, ist hier Amanda, der mich knutscht? Wo ist denn bloß Amanda, der mich knutscht? Vielleicht sind seine Ansprüche zu hoch. Du hundsgemeiner Kerl, du. Wenn ich rauskriege, wer du bist, stecke ich dir eine Wurst in den Rachen und hetz... Könnte ich bitte Mr. Sevilla sprechen? Vorname? Lass Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja. Sekunde. Lass Miranda, denn sie will ja. Lass Miranda, denn sie will ja. Augenblick, setzt mal alle die Gläser ab. Lass Miranda, denn sie will ja. Ja, hallo? Ich hätte gern Mr. Meine Popel gesprochen. Vorname ich es. Hubert, mein erster Jux-Anruf. Was soll ich machen? Frag einfach, kennt hier jemand ich es meine Popel? Das verstehe ich nicht. Ich es meine Popel! Wo ist da der Witz? Ach, vergiss es. Hast du Bock auf einen Telefonstreich? Ein Telefonstreich. Mustaverne, hier ist Mo. Ja, ich suche nach einer Freundin. Nachname Eichel, Vorname Rosa. Gut, ich frag mal nach. Hey Leute, ich suche eine Rosa Eichel. Hat hier jemand eine Rosa Eichel für mich gesehen? Helft mir, Jungs, ich brauch dringend eine Rosa Eichel. Dann versuch doch mal damit, deine zu waschen. Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine voll coole Sache. Darf ich's mal versuchen? Okay. Mustaverne? Hallo Mo, deine Schwester wird vergewaltigt. War das auch einer? Miss Learys Mobiltelefon. Und in dieser Hand die Telefonnummern von Bars überall auf der Welt. Also fangen wir mit Hawaii an. Aloha? Ebenfalls Aloha. Ich suche Mr. S. Rohr. Vorname Meinhard. Augenblick, ich sehe nach. Hat hier irgendjemand mein hartes Rohr gesehen? Kennt ihr vielleicht eine Miss Kraulen? Vorname Wilma, zweiter Vorname Eier. Aufgepasst, Leute. Wilma Eier kraulen. Also meine kriegst du dafür nicht. Ja, ich werde mal nachfragen. Ist hier zufällig ein Herr namens von der Frau? Sein Vorname ist G. Hört mal alle her, ich suche dringend den G. von der Frau.
Moment mal, Junge. Wenn du mir jemals begegnest, werde ich dir dafür danken, dass du mir die völlige Sinnlosigkeit des menschlichen Handelns offengelegt hast.